Programmierer. Ja, schon, aber irgendwie buggt bei mir Java übelst rum auf dem PC. Ja, ich habe eh meinen Freund, der da. Kennst du dich mit TS gut aus? Ja. Okay, das ist gut. Dann bin ich euer TS-Gender. Dann bist du unser. Ich hab den ganzen Tag eh nichts zu tun, also von dem her. Dann bist du unser TS-Programmierer, weil dann müssen wir mal kurz nachher was außerhalb der Aufnahme besprechen, weil ich habe da Probleme. Weil ich habe da so einen Plan. Okay. Und es hat nicht funktioniert. Leider. Und ich bin natürlich wieder zu noobig, um da irgendwie was rauszukriegen. Trotz Video. Ja, Juli, du bist so schlau, ganz im Ernst. Geholzkohle kann man bloß aus purem Holz machen. Ja. Kacke. Und die halten auch bloß 6 Items, oder? Oder 4? Acht. Holzkohle auch! Soweit ich weiß, sollte es. Ich habe immer gedacht, das sind bloß 6. Okay, egal. Scheiß drauf. Also, falls ihr euch fragt, auf welche Version oder was weiß ich wir hier spielen, das ist ein Bucket-Server auf der 164 noch. Oh mein Gott, was ist jetzt los? Auf der 164 noch. Denn auf der 17 kann ich erstens nicht mit Shadern spielen, das finde ich kackies. Und zweitens, warum Bucket? Ja, keine Ahnung, ich habe keinen Bock, einen Vanilla-Server zu machen. Und Bucket habe ich bei mir daheim gerade auf dem Rechner gehabt. Also der ganze Server hier, läuft auf meinem Rechner, also nicht irgendwie gesponsert oder so. Sondern einfach bei mir ganz dann normal daheim. Und gibt's noch was zu sagen? Also Nether-Portal. Also ich wüsste jetzt nicht, warum wir mal in den Nether gehen müssten. Nenderziegel sind doch schön. Ja, stimmt. Oh. Was? Wird ein bisschen teuer, ne? Ziegelsteine zu machen. Finde Ja, ich. warum? Man bekommt ja für vier Leben nur ein Ziegel. Ja, ich weiß. Das ist bei dem Steinziegel anders. Weil da tust vier pure Steine rein und dann kriegst du auch vier Steinziegel. Das finde ich auch ein bisschen komisch. So. Scheiße. Fuck. Ich heb einfach mal die Höhle so weit aus, bis ich keine Spitzhacke mehr habe. Ich brauche noch La la Steine. la. Ich muss noch Steine bringen. Da habe ich Steine. Da Wie wird jetzt? Holzkohle gemacht. Ah, ich habe schon Steine. Okay, cool. Also ich brauche viel Stein. Brauche ich viel Stein? Juli überlegen. Es geht eigentlich. Was gibt's dazu noch zu sagen? Hast du Last Man Standing angeschaut? Nein. Oh. Alles klar. Also, für die Leute, die zuschauen und dies angeschaut haben, ich fand's richtig sau geil. Bloß das Endergebnis war ich nicht mit einverstanden. Weil Team LPT gewonnen hat. Und das finde ich kackies. Wen findest du eigentlich so besser? Team Pizmin oder Team LPT? Ich kann LPC nicht, also kann ich es nicht so gut beurteilen. Team LPT, Skronk, Sarraza und so. Ich mag irgendwie Team Grund mehr. Weil das, warte, da ist. Ich finde die halt irgendwie amüsanter, sagen wir es so. Ja. Ich habe früher die Jump One Maps geguckt von denen und ich war nicht so begeistert, um ehrlich zu sein. Von wem?
Pete mit. Ja, die trollen halt die ganze Zeit. Oh, ich hab Kohle! Mama, ich hab Kohle gefunden. Ne, wenn du irgendwie Lehm brauchst, ich hab 1,5 Stacks. Okay. Pure Lehm oder Bricks? Pure Lehm und 4 Bricks. Okay. Ich sehe hier nichts, habe ich die Helligkeit schon. Oh Gott, die ist schon auf hell. Muss mal die Gamma hochdrehen von meinem Bildschirm. Oh fuck, ist hier noch Kohle? Nein. Schade. Ich brauch Sand. Brauchst du nur mehr Glas? Ja. Ja, ich hab noch. Kann ich mir nehmen? Habe ich im Inventar. Gebe ich dir gleich. Meine Spitzhacke ist gleich kaputt. Das ist... Alter! Was? Wie viel hast du rausgebaut? 2 Spitzhacken. Wo ist denn? Hier. Danke. Bitte. So, und so. So. Ich bezweifle zwar, dass das reicht, aber... Scheiße. Ich versuch's einfach. Ich hab noch ein Stack. Achso. Wie bist du da... Wie zum Teufel bist du da rausgekommen? Ich hab mich an der Seite mit der Erde rausgebaut. Achso. Ich glaube, du wirst begeistert sein von meiner Idee. Hast du Optifine? Ja, klar. Dann wirst du begeistert sein. Oh mein Gott. Hä? Lol. Achso, du machst einen zweiten Stock. So, ich guck das. Hast du noch ein bisschen? Ja, ich sehe gerade gar nichts. Bei mir backt gerade so gut wie alles. Was ist das für ein Kack? Ja, hier. Achso, warte, ich komm. Aber das ist der letzte Stack. Ja, das reicht doch. Alter. Das ist krank. Überall, wo Leute was gebaut haben, da backt die ganze Welt rum. Aber nur da, wo man was baut. Guck, falls du einen Kürbis brauchst, der wäre hier hinten am Ende, am anderen Ende des Sees. Okay. Kürbismensch wird hier oben wohnen. Alles klar. So. Ja, du kannst die unendliche Blöcke farmen mit einem Schneemann machen. Echt? Ja, du stellst einen Schneemann in ein du baust mit aus 3x3 ein Feld, spawnst in die Mitte auf Erde. Dann nimmst du eine Schaufel, drückst immer unter den drauf und der macht hier immer so eine Schicht. Ah, stimmt. Hast du hier nur die ein oder mehr? Oh, jetzt beginnt, ich glaube, das Unwetter. Zumindest hagelt es jetzt gleich. Bei euch? Ja, also ganz Deutschland ist hier Unwetterwarnung. Ja. Weiß ja nicht, ob bei euch auch. Ja, wir wohnen halt im Süden. So, was habe ich gemacht? Was war deine Frage? Hast du morgen Schule? Ja. Die im weiten Norden haben keine Schule, weil wegen dem Wetterchaos. Ja, ich weiß, die hatten heute auch keine. Und? Egal, dafür fährt bei mir morgen eine Stunde aus. Geil. Bei uns kommt immer so irgendwie so ein Abiturient und verkleidet sich als Nikolaus und dann bringt er so ein richtig fettes Brötchen mit, also diesem Ding. Du weißt, was ich meine, oder? Nein. Diesen Mensch da mit Rosinen. Hä? Kennst du das nicht? Was? Dieses eine Gebäck, was man am Nikolaustag hat. Bekommt. Hä? Nö, kenn ich nicht. Lebkuchenmensch. Ach so. Der Lebkuchenmann von Shrek. Ja. Wir werden da irgendwie eine Stunde lang dafür brauchen, um den aufzufressen, weil der irgendwie 1 Meter lang ist. What? Mhm. Das okay. Hat für die ganze Klasse. Zum Glück sind wir nur 20. Da bekommt jeder 2 Stück. Stimmt, ich habe morgen zur dritten Stunde. Ah, gut, dass mir einfällt.
Lotto Glückspilz. Ja, Rallye fällt mal wieder aus. Es war so geil, wir haben Arbeit. Ne, bei uns ist zweimal die nacheinander ausgefallen. Rallye fällt so oft aus, genauso wie Bio. Und dann ist zweimal ausgefallen, dann haben wir die Arbeit geschrieben. Ich wünschte, ich hätte Rallye ausfallen. Also, dass Rallye bei mir ausfällt. Warum? Kennst du Lehrer, die einfach so nett sind, dass sie aufregen? Okay, das kenne ich jetzt wirklich noch nicht. Also, weißt du, die sind so nett, wenn du Scheiße baust, darfst du in den Aufenthaltsraum gehen und ohne Eintrag. Hä? Okay, nee, kenne ich nicht. Und zwar, einer hat mal Scheiße gebaut, ne? Ja. Und was bekommt er? Der Lolli. Der muss in den Aufenthaltsraum gehen. Ja. Der Aufenthaltsraum ist richtig cool, der hat dann da Karten gespielt 2 Stunden lang und die anderen durften Unterricht haben. Okay. Hä? Das heißt, er hat einfach gesagt, dass er in den Aufenthaltsraum gehen darf oder was? Ja, er soll, weil er Scheiße gebaut hat und ihn nicht im Unterricht wollte. Okay. Okay, nee, sowas kenne ich nicht. Oh, die Treppen, die könnten genau reichen. Die könnten genau nicht reichen! Ah! Wegen 5? Im Ernst jetzt, wegen 5 Treppen reicht es nicht. Alter. Wie soll ich denn da wieder hochkommen? Ja, yeah, ich werde in Skype angeschrieben. Das ist das Schönste, was einem hier passieren kann. Von? In meiner Klasse. Dann habt ihr Skype-Konfi oder was? Ja, leider. Oh mein Gott. Würde ich ausdrehen. Ja, würde ich auch. Das Schlechte ist halt, ich gucke halt nicht so oft auf den Vertretungsplan. Weil der jetzt steht, 2. erste Stunde entfällt, dann habe ich halt ein bisschen verschissen. Ja. Oh, scheiße, scheiße. Warte, wird er sterben oder nicht? Nein! Jetzt kann ich ihn nicht spawnen, weil es hier zu tief ist. Hä, wie zu tief? Von dem zu hoch. Also die Decke ist zu tief. Achso, du meinst, es ist zu flach? Ja. Oh. Ich habe ehrlich gesagt Angst, dass er mich hier stirbt. Können Schneemänner auf Ziegel stehen oder sterben die dann? Ich denke schon. Dann machen die halt alles voll mit Schnee. Okay. Also ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Spitzhacke suchen da. So, so. Wie viel Uhr haben wir gerade? Jetzt ist 8:30 genau. Und wir nehmen jetzt gleich 1 Stunde auf. Okay. Deshalb würde ich sagen, wenn du soweit fertig bist. Ja, warte. Ja, kein Problem. Ich hab Zeit. Komm hier raus, Schneemann. Kann ich mit dem Schneemann mit irgendwas anlocken? Nee. Soweit ich weiß nicht. Ah, okay, er ist rausgegangen. Okay. Guter Schneemann. Brav. Und? Der macht alles viel schöner. Alles weiß, oder? Ja, mein ganzer Boden wird jetzt weiß. Oh mein Gott. Warte, ich schub's ihn jetzt über meinen Boden. Damit okay, ich sehe nur dich. Und wie das Haus backt bei mir selbst von hier. Steh ich bei mir in der Luft, manchmal. Alter. Das ist so hässlich. Warte, ich versuch mal ohne Shader, aber dann sieht Minecraft so hässlich aus. Was ist das denn eigentlich? Und dann will ich mal wissen, ob das trotzdem buggt. Es buggt trotzdem. Also liegt es nicht am Shader. Welchen hatte ich jetzt? Den da oder den da? Ach egal, ich nehme es einfach den. Und wegen Mojang, also dein Minecraft-Account?
Was soll ich da grad? Ja, ich hab ihn ja wieder. Den Originalen. Ja, hier. Achso, okay, gut. Mein Name. Mein Name, Junge! Halt, das ist ein Eichenholzbrett, das will ich doch gar nicht. Das Geile ist ja, den hat mir Patty zum Geburtstag geschenkt. Ja. Und er hat den mit Paysafe-Karte bezahlt auf irgendeiner Internetseite, die ja dieses... Das hat er mir erzählt. Ja, die ja dieses Angebot zurückgenommen haben und dadurch das Geld von Mojang zurückgenommen haben. Deshalb wurde ja mein Account gesperrt. Ja. So. Jetzt hat Paddy diese 20 Euro wieder auf seinem Account, hat sich dafür Far Cry 3 gekauft und ich habe mein Account wieder. Also ihr habt jetzt doppelt Geld bekommen. Naja, Paddy hat Geld bekommen. Du Leute, deinen Account zurück. Ja. Und also habt ihr doppelt Geld zurückbekommen. Ja, damit hat eigentlich Mojang nichts verdient oder eher Verlust gemacht. Naja, das ist 20 Euro. Mojang. Ja, okay. Es ist aber auch bei einer Freundin von mir passiert. Der ist auch der Account gesperrt worden, ja. Ich weiß aber nicht warum. Weil ich habe ja, normalerweise in Deutschland bei Minecraft.net nicht mit Paysafe-Karten zahlen. Ja. Aber ich habe einen Trick gefunden, wie das geht. Echt jetzt? Ja, oder besser gesagt, du kannst ja indirekt dann über Payment Wall, heißt es glaub, kannst du ja dann trotzdem zahlen. Ja. Bloß würde dann noch diese Mehrwertsteuer draufkommen, dann wären wir irgendwie bei 23 Euro irgendwas. Dann musst du dir eine 25 Euro Paysafe-Karte holen. Ja, aber ich habe einen Trick gefunden, wie du trotzdem Minecraft für 19,95 bekommst. Wie? Du gibst einfach bei Land Österreich ein. Weil in Österreich kostet es 19,95 und da kannst du direkt mit Paysafe-Karten zahlen. Ja, aber du brauchst eine österreichische Paysafe-Card, glaube ich. Nein. Echt nicht? Nein. Ich hab den Account jetzt, genauso wie Janis Account, den habe ich ja dem geschenkt, weil ich eine Wette verloren habe. Ey, wie findest du mein Haus? Ich hab's jetzt ein bisschen mit Blättern und Lianen verschönert. Oh, sieht geil aus. Ich werde die Lianen jetzt wachsen lassen, dann werde ich es rund ums Haus machen und dann irgendwann sieht es richtig geil aus. Sieht nicht schlecht aus von hier. Ey, Schneemann, du gehst jetzt wieder ins Haus. Dann würde ich doch einfach mal sagen, denn ich bin noch nicht ganz fertig mit meinem Haus, wie ihr hier seht. Also der Schneemann weigert sich. Ich hab gedacht, der war oben in deinem Haus. Ja, dann ist er runtergegangen und aus dem Haus. Warte, ich will dir was schenken. Hier und hier. Nein, warte, nicht mir schenken. Warte. Hast du noch mehr Sachen übrig? Ups. Ja. Welche? Was meinst du? Denn da du Guck in meine Kiste. Da du ja jetzt noch online bist, machst du deine ganzen die Sachen, wo du nicht mehr brauchst, hier in die Kiste rein, dass es vielleicht der Nächste auch noch benutzen kann. In meiner Kiste sind aber auch noch Sachen, ne? Okay. Aber mein Haus ist noch nicht ganz fertig. Ja. Weil ich hier alles klar. Hier außenrum fehlen noch die Lianen. Okay. Und zwar müssen die ganz überall außenrum sein. Das sieht bei mir so geil aus mit dem Shadow, wenn da das ganze Blätterwerk noch wackelt. Wo ist der Schneemann hin? Hier draußen. Der kommt jetzt nach Hause, ne? Der kommt jetzt nach Hause. Der rennt einfach mal weg. Kann man den töten? Da wird doch wieder alles getroppt, oder? Nein, nicht alles. Echt nicht? Nein. Wahrscheinlich ein paar Schneebälle. Ja, aber der Kürbiskopf auch. Nein. Echt nicht? Nee, ich glaub nicht. Deshalb habe ich da hinten eine Kürbisbahn gemacht. Ey, warte mal ganz kurz. Warte. Bis gleich. Okay. Ich versuch mal den so lang... da rein zu schieben. Komm jetzt. Wo steht jetzt los? Komm jetzt. Los jetzt. Da rein. Jawohl. Leute, dem sein Kopf innen besteht aus Holz.
Nein, Schneemann. Komm jetzt. Dahin, dahin. Jumper, mach mal die Tür auf, wenn du mich hörst. Ach, die ist offen. Komm jetzt. Musst du innen die Druckplatten wegmachen. Ah, das gibt's ja nicht. So, jetzt. Jetzt. Ja. Du musst die Druckplatten wegmachen. Innen. So. Und wenn dann Jumper wieder da ist, würde ich sagen, war es das auch hier schon wieder mit dem nächsten Abonnenten. Ich würde mich erstmal bedanken, dass du Zeit oder dass du überhaupt Zeit hattest. Natürlich, wenn er wieder da ist. Ich gucke mir jetzt so lange nochmal drüben Manuels Haus an, ob er weitergebaut hat. So, mal gucken. Oh, hier, oh, hier sieht es immer noch gleich aus. Nein, scheint mir nicht so. Wieder da? Er ist wieder da. Und dann würde ich mal sagen, vielen Dank fürs Einschalten natürlich, aua. Und ich wünsche natürlich immer noch schöne Tage noch bis zu Weihnachten. Es ist nicht mehr lange, liebe Freunde. Und ich gehe jetzt hier einfach mal schön ins Bett. Schlaf ein und ich sage einfach mal vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge.